So, moin Leute, da bin ich wieder und diesmal wieder aus der Küche. Es wird was Kleines gekocht oder ich sag mal halb kochen, halb grillen. Und zwar soll es heute um kleine leckere Frikadellen vom Grill gehen. Ganz einfaches und schnelles Rezept, aber dennoch super lecker. Zutaten, wie immer am Anfang, wir brauchen einmal Hackfleisch, halb und halb habe ich hier. In meinem Fall sind das 200 Gramm. Könnt ihr natürlich nach Belieben viel nehmen. So viele Frikadellen, wie ihr halt machen wollt, da müsst ihr halt das Gewicht dann anpassen. Dann haben wir hier wieder einen schönen geriebenen Bergkäse. Wir brauchen ein Ei. Wir brauchen eine, in meinem Fall rote Zwiebel. Auch sehr lecker sind Schalotten. Aber ihr könnt Zwiebel nehmen, wie ihr Lust und Laune habt. Ja, ich nehme jetzt nur eine. Es soll nicht zu viel Zwiebel rein, weil sonst schmeckt es ja nur nach Zwiebel. Dann haben wir hier einmal einen bunten Pfeffer. Ein grobes Meersalz. Und bei mir kommt noch Kräuter der Provence rein. Aber auch eine Geschmackssache und da wie immer bei den Gewürzen, tobt euch aus, macht wie ihr Lust und Laune habt. Dann würde ich sagen, geht's mal zur Zubereitung. Bis gleich. So, kommen wir zur Zubereitung. Das, was ich jetzt vorbereitet habe, ist einmal vom Ei. Das habe ich getrennt. Also Ei, ja prima, jetzt kippe ich es mir über die Flossen. Ah, richtig Profi, so, ist kaputt gegangen beim Trennen. Also einmal ein Eigelb habe ich getrennt, Eiweiß ist weg und habe die Zwiebel geschält. Ich denke, das müssen wir hier nicht aufs Video packen. So, und jetzt werden wir hiervon auch nur eine halbe Zwiebel wahrscheinlich nehmen und die werden wir fein würfeln. Ich mache das immer auf eine recht einfache Methode. Und zwar schneide ich, wie ihr gerade sehen könnt, die Zwiebel einmal so in der Richtung ein, in so, ich sag mal, halben Zentimeter Abständen. Und dann schneide ich die Zwiebel horizontal ein. Ich zeige euch das gleich aber auch nochmal in nah. Dann könnt ihr es besser sehen. Und so bekommt ihr wirklich schöne, feine Würfel. Und das ist wichtig, weil sonst wird es zu grob oder wird die Teigmasse zu grob und mir persönlich schmeckt das dann nicht. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz das mit der Zwiebel von nahem. So, und zwar haben wir jetzt hier die Zwiebel liegen. Das, was ich jetzt eben gemacht habe, ich bin hingegangen und habe die Zwiebel so in ungefähr halben Zentimeter Stücken eingeschnitten. Und dann habe ich die Zwiebel horizontal eingeschnitten. Das heißt, einmal so ein Stück rein und dann nochmal ein Stück tiefer rein. Und wenn ihr jetzt hier ganz normal an der Zwiebel runterschneidet, erhaltet ihr schön feine Würfel. So hat man es, denke ich, jetzt nochmal besser gesehen und wir sehen uns beim Schnibbeln wieder. So, und dann werden wir halt jetzt feine Würfelchen schneiden, wirklich möglichst fein, die wir dann gleich schön damit einarbeiten können. Und die letzte Scheibe, die überbleibt, die schnibbeln wir einfach so runter, freihand. Und dann habt ihr hier wirklich schön feine Zwiebelwürfel. In meinem Fall jetzt bei 200 Gramm Hackfleisch reichen zwei, ach Quatsch, reichen eine halbe Zwiebel bis eine Zwiebel, je nach Geschmack. So, das Ganze packen wir jetzt hier mal in die Schale. So, Messer kann weg. Dann packen wir natürlich unser Hackfleisch mit in die Schale dazu. Dann geben wir, sag mal, eine kleine Prise von dem geriebenen Käse mit dazu. Ihr kennt ja mein Motto, Käse kann nie genug sein. Und geben unser Eigelb noch mit dazu. Und jetzt wird das Ganze schön
gleichmäßig und ordentlich durchgeknetet. Auch da wieder ruhig was länger kneten, weil dadurch die Masse erstens wärmer wird und zweitens mehr Bindung entsteht. Das habe ich auch schon mal erwähnt, als wir die Bacon Bombs zusammen gemacht haben. Das Video werde ich euch oben mal in der Infokarte verlinken. Ja, und jetzt heißt es kneten, kneten, kneten. Ruhig so 2, 3, eher 4 Minuten. Ich sage immer so zwischen 3 und 5 Minuten kneten. Und dann sehen wir uns wieder. Was natürlich nicht fehlen darf, ist das Würzen. Da werden wir jetzt einfach von allem eine Prise mit beigeben. Richtet sich natürlich schon ein bisschen nach der Hackfleischmenge und nach eurem Geschmack. Kräuter der Provence müsst ihr wirklich aufpassen, weil die sind recht geschmacksintensiv. Und dann noch ein wenig Salz. Ich gebe euch den Rat, nehmt lieber weniger Salz als mehr. Ist eigentlich ja generell so. Es gibt ja Leute, die können Hackfleisch nicht abschmecken. Ich persönlich kann das. Meine Frau mag es zum Beispiel nicht. Und von daher lieber ein bisschen weniger reinmachen an Salz oder grundlegend vielleicht auch an Gewürzen. Und dann nachher lieber nochmal ein bisschen eine Prise Salz über die Frikadelle drüber streuen. Besser als versalzene Frikadellen. So, das Ganze jetzt wieder durchmischen und dann geht's ans Rollen. Bis gleich. So, die Masse ist jetzt fertig durchmischt. Ich habe relativ lange geknetet. Ich kann euch das jetzt auch mal kurz zeigen, was ich da meine. Ich hoffe, ihr seht das auf der Kamera, wenn ich euch das hier so hinhalte. Wenn man das Hackfleisch so auseinanderzieht und ihr dann diese Fettstücke, wenn das sowieso Fäden sind, dann wisst ihr, dass ihr lange genug geknetet habt, weil dann habt ihr das schön eingearbeitet, das Fett der Masse, und dann habt ihr eine schöne, schöne Bindung. So, jetzt kommen wir zum Formen, zum Rollen. Also ich sage euch, also da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich mache ganz typische Frikadellenformen. Ihr könnt Dreiecke machen, ihr könnt Kugeln machen, ihr könnt Rauten machen, ihr könnt Gesichter machen, also wie ihr Bock und Lust habt. Ich würde euch nur empfehlen, es nicht zu dünn zu machen, weil dadurch, dass wir den Käse, also bei mir sieht es hier so aus, ne? Dadurch, dass wir jetzt den Käse mit in die Masse eingearbeitet haben, werden diese Frikadellen richtig schön saftig. Und wenn ihr das jetzt zu dünn macht und die dann bratet oder grillt, dann verliert die Frikadelle doch schon ein bisschen so an Saftigkeit. Von daher lieber ein bisschen dicker machen, dann habt ihr schöne, saftige Frikadellen nachher. So, das machen wir jetzt hier mit allen 4. Also in meinem Fall werden es 4. Also das macht ihr natürlich so lange, bis ihr keine Masse mehr über habt. Und dann geht's ans Anbraten. Bis dann. So Leute, wie ihr sehen könnt, stehe ich am Grill. Wir werden die Frikadellen nämlich grillen. Ich kann es nur jedem empfehlen, der die Chance hat oder die Gelegenheit hat. Man hat keinen Gestank in der Bude und die werden wirklich richtig schön saftig und lecker gleich. Dann wollen wir die guten Stücke mal auflegen und dafür hole ich euch mal ein bisschen dichter ran. So, was wir natürlich brauchen, ist eine Grillzange. Ja, wer will ein Einstechthermometer, habe ich auch mal mit liegen. Und dann natürlich den Hauptdarsteller, hier unsere Frikadellen. Als erstes mal zum Grill. Ihr seht, volle Bude hochheizen. Das Teil braucht richtig Dampf. Und dann werden wir einmal kurz... den Grillrost schön abbürsten. So, und dann wollen wir doch mal unsere Frikadellen auflegen. Und wir machen es jetzt genauso wie bei einem guten Steak. Vielleicht schon mal den Grill ganz aufs Bild. So, wir machen es genauso wie bei einem guten Steak. Wir grillen die Jungs einmal kräftig an und legen die danach auf indirekte Hitze. So, dann wollen wir die Frikadellen nochmal umdrehen. Circa 2 Minuten drauf gelegen. Was ich da auch gut mache, ist hier so ein Pfannenwender. Ja, wunderbar.
seht, die haben schön Farbe bekommen. Und dasselbe machen wir jetzt nochmal von der anderen Seite für circa 2 Minuten. So, die Frikadellen haben jetzt 2 Minuten auch von der anderen Seite bei voller Hitze draufgelegen. Und jetzt packen wir die Frikadellen hoch aus Ablagerost in den indirekten Bereich und legen die hier oben hin. Jetzt werden wir einen Brenner ganz ausmachen und den anderen Brenner, in meinem Fall habe ich halt 2 Brenner am Grill, werden wir auf kleinste Stufe drehen, lassen jetzt noch mit Absicht den Deckel ein bisschen offen, damit ein bisschen Hitze verloren geht erstmal, weil sonst ist es zu heiß und dann wäre ideal, wenn die Frikadellen dann auf dem Ablagerost sozusagen indirekt bei ca. 180 Grad fertig garen. Bei Hackfleisch, wie ja schon mal erwähnt, braucht ihr eine Kerntemperatur von 70 bis 75 Grad. Deshalb habe ich auch meinen Einstechthermometer hier liegen. Ihr könnt es auch, wenn ihr es öfter gemacht habt, erfüllen sozusagen. Also wenn sie nicht mehr ganz so weich sind in der Mitte, dann sind sie gut. Aber wir werden es gleich mal messen und dann schauen wir weiter. So, Leute, dann wollen wir mal zusammen messen. Ihr seht schon, es sieht fantastisch aus. Der Käse tropft sogar schon runter. Ich sage euch, es riecht auch genauso gut, wie es aussieht. So, wir messen mal Kerntemperatur. Hier seht ihr das. Ja. Wie gesagt, 70 bis 75 wäre ideal. Na, haben wir die 70? 70 haben wir. 71. 72, ja. Perfekt. Das heißt, wir können unsere Frikadellen vom Grill nehmen und dann schauen wir uns gleich mal zusammen an, wie denn die Frikadellen so im Anschnitt aussehen. Also bis gleich. So, dann wollen wir mal gemeinsam so eine Frikadelle anschneiden. Ach, fantastisch. Guckt, die ist schön durch auf jeden Fall, aber auch nicht zu durch. Ich weiß nicht, ob man es sieht, wenn ich hier drauf drücke, läuft wirklich der Saft so raus. Man sieht es, denke ich, auch am Teller. Also wirklich übel saftig. Absolut fantastisch. Das heißt, wir kommen zum Probieren. So, wie immer der schwerste Teil vom Video. Ich probiere das Ganze mal für euch. Ultra, ultra lecker. Schön saftig, wie wir eben schon gesehen haben, durch den Käse da drin. Super im Geschmack mit den Kräutern der Provence. Wer es mag, ihr könnt natürlich auch jeden anderen Käse nehmen. Ja, wenn ihr jetzt keinen Bergkäse mögt, könnt ihr auch irgendwie Gouda reinmachen. Ihr könnt Parmesan reinmachen, der ist ein bisschen kräftiger noch im Geschmack. Also da seid ihr wieder völlig frei, was ihr da reinmachen wollt. Aber dadurch bekommt ihr halt wirklich richtig schön saftige Frikadellen, die halt dann auch noch ein bisschen diesen Käsegeschmack haben. Also wirklich, wirklich lecker. Bei mir haben die jetzt ungefähr 10 Minuten indirekt bei 180 Grad gebraucht. Wie gesagt, wenn ihr sicher gehen wollt, habt ihr gesehen, holt euch so ein Einstechthermometer. Ich kann euch auch mal eins in der Videobeschreibung verlinken. Die sind nicht teuer und dann seid ihr immer auf der sicheren Seite und habt einen sehr, sehr guten Garpunkt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Ich bedanke mich wie immer fürs Rein- und Zuschauen. Würde mich natürlich übelst über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar, vor allen Dingen auch Kommentar, ne, über einen Kommentar freuen. Und denkt dran, immer schön auf den Abo-Button drücken. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!